lieben Freunde, ich grüße euch. Es ist wieder soweit. Ich befinde mich wieder im wunderschönen Wald. Ich musste unbedingt wieder hierher. Es hat mich wieder in den Wald getrieben. Die Sehnsucht war sehr groß, beziehungsweise ist. Und mein Anliegen hier ist eigentlich eine kleine Pilzsondierungswanderung, um zu schauen, wie es aussieht. Da wir jetzt schon sehr sportliche Temperaturen haben. Es war sehr feucht, hat viel geregnet. Und ich bin jetzt eigentlich scharf auf den Sommersteinpilz. Ich bin jetzt hier zwar viel im Nadelwald unterwegs, aber der Sommersteinpilz heißt ja nicht auch für umsonst Fichtensteinpilz. Und deshalb bin ich jetzt hier, um zu gucken, was jetzt hier abgeht. Ich werde jetzt hier aber schon, ihr werdet es gleich sehen, übelst geil begrüßt von super viel Fingerhut. Das sieht schon wieder richtig geil aus. Wahnsinn, hat sich jetzt schon wieder gelohnt. Ich bin 5 Meter gelaufen, da hinten ist der Parkplatz und hier ergibt sich schon wieder ein ultra geiles Bild. Ich liebe es. Ja, auf jeden Fall will ich die Pilze suchen oder halt gucken, was hier schon abgeht. Ich habe nur ein ganz kleines Weidekörbchen mit im Rucksack. Mal sehen, ob sich das überhaupt lohnt heute oder so. Mal schauen. Ich werde dann auf jeden Fall noch zu meinen Dudes von der Papiermühle gehen, den ein bisschen auf den Sack gehen und halt dort mal schauen. Dort ist ein bisschen mehr Laubwald als hier. Ob ich da vielleicht bessere Chancen habe, lasst euch einfach überraschen. Ich will einfach nur im Grunde auch hier durch die Gegend laufen, abschalten hier in diesem wunderbaren Wald. Deshalb nehme ich euch mit und ich... Das wunderbare Fingerhutfeld habe ich verlassen und hier tut sich jetzt schon wieder die nächste Fingerhutfamilie auf. Seht ihr es hier? Hä? Ja, herrlich, geil. Also das sieht wirklich hammerschön aus. Wunderbar. Also diese Farbakzente hier im Wald, alles grün und braun und dann dieser lilane Fingerhut, der auch als roter Fingerhut bezeichnet wird. Hammer. Ich finde es richtig geil. Aber noch als kleinen Anhänger dazu. Jeder weiß, denke ich mal, dass der Fingerhut giftig ist, sogar stark giftig. Er ist allerdings nicht kontaktgiftig. Also ihr könnt ihn anfassen. Man sollte sich jetzt natürlich nicht unbedingt danach im Mund rumehren. Aber wenn man den jetzt anfasst, passiert dort nichts. Und auch hier ist wieder die Devise, die Menge macht das Gift. Denn in vielen Medikamenten sind die sogenannten Glykoside, auch Herzglykoside genannt, von dem roten Fingerhut bzw. vom Fingerhut mit drinne. Diese stärken eure Herzmuskeln und ja, wie gesagt, die Menge macht's Gift. Allerdings würde ich es jetzt trotzdem nicht ausprobieren und den essen. Also das kann wirklich ordentlich in die Hose gehen. Da würde ich wirklich mich auf die Pharmaindustrie, sage ich mal, verlassen oder wirklich auf fachkundiges Personal, die damit Ahnung und Erfahrung haben. Also jetzt hier im Wald würde ich da jetzt eher nicht drauf rumcatchen. Nur so als kleiner Anhänger und wir gucken weiter. Leute, mir fällt hier wirklich gleich ein Ei aus der Hose. Wieso? Wunderbar. Herrlich. Wunderschön. Dieser Fingerhut. Boah, geil. Traumhaft. Man kann mir sagen, was man will, als die Natur ist wirklich der größte Künstler, den es gibt hier auf unserem Planeten. Hammer, geil, wunderbar, also das sieht so herrlich aus.
Hoffnung wurde in mir geweckt, denn ich habe jetzt diesen wunderbaren, ja gut, was heißt wunderbaren, diesen Satansröhrling hier gefunden. Hier, guck mal gegen die Sonne. Der muss mal riesig gewesen sein. Hier wurde schon, ja, ein Drittel mindestens abgefuttert. Also es ist auf jeden Fall schon Potenzial da. Die schläge ich hier hoch zum Aussporen. Potenzial ist auf jeden Fall da. Also lassen wir uns überraschen, dass wir hier noch mehr schöne Dinge finden. Außer den Fingerhut, der mich eigentlich jetzt schon total weggeflasht hat. Hammer. Wunderbar. Den nächsten Pilz habe ich auch gefunden. Penner, nehmt euren Müll mit. Von meinem Pilz-Hotspot, der sich hier hinter mir befindet auf diesem Berg, der so ja relativ licht bewachsen ist und aber trotzdem doch ein bisschen trocken, bin ich jetzt wieder zurück. Ich war relativ erfolgreich. Ich habe jetzt zwar keine Fichtenporlinge gefunden, aber dafür Sandröhrlinge, die auch schon jetzt ihren wunderbaren Pilzduft verstreuen. Also ich habe jetzt hier eine Handvoll gefunden und wenn ich die vor mir hier im Körbchen rumtrage, verströmen die so ein wunderbaren Pilzduft, was absolut klasse ist, ne? Also die Pilzzeit fängt jetzt hier wirklich an. Noch 2-3 ordentliche Regenschauer und ich denke, dann wird es hier richtig gut losgehen, weil hier oben ist die Stelle, da hatte ich wirklich im Umkreis von, ja, was waren das, 10 Meter bestimmt 50 Pilze. Also da musstest du wirklich hardcore-mäßig aufpassen, wo du hintrittst. Und jetzt bin ich hier im Fluss, habe mir hier schon typisch deutsch mein Handtuch zurechtgelegt,
Und in diesem Moment kann ich euch auch noch zeigen, was für zerfetzte Schlupper ich anziehe. Weil ich mir einfach nicht leisten kann. Nee, warum soll ich die wegschmeißen? Halt, ne? Da ist ja noch zu 98% gut nur dieser Riss da unten. Aber naja, das ist wie so ein Steigbügel beim Pferd. Da bleibt man mal dran hängen. Da muss man den mal ruhig abruppen und dann geht das auch wieder. Ich werde mich jetzt hier noch schön erfrischen. Also richtig erfrischen. Schön baden. Hammermäßig. Und dann werde ich zurückgehen zur Papiermühle. Ja, krass. Also in der Papiermühle ist übelst die Party los scheinbar. Ich habe mich jetzt erstmal hier nochmal in den Wald reingestürzt, weil hier ist jetzt so schöner Laubmischwald und Nadelwald, was eigentlich so ja, das Habitat ist vom Sommersteinpilz. Ich bin gespannt, ob ich jetzt hier noch was finde, hier wo ich jetzt gerade durchgeräubert bin. Waren übelst die Wildschweine am Wühlen oder haben gewühlt, besser gesagt. Also die haben da wirklich komplett alles umgegraben. Da hatte ich eher schlechte Karten. Und ja, ich gucke jetzt hier nochmal eine Runde rum. Hier drüben ist dann die große Rapsburg, wenn ich mich jetzt nicht in der Richtung geirrt habe. Aber hier ist die kleine Rapsburg, glaube ich. Hier drüben ist die große. Gehe ich jetzt mal eine Runde. Unten am Fluss wollte ich sowieso noch gucken, ob der Mätesüß wächst. Und dann gehe ich in die Papiermühle, weil sonst wäre ich da, glaube ich, nicht mehr rausgekommen. Und hier wachsen auch Walderdbeeren. Oh, Wahnsinn. Geil. Geil, geil. Also hier müsste ich ganz schlechte Karten haben. So wie hier sieht das hier überall aus. Also die haben hier wirklich übelst gewütet und scheinbar absoluten Heißhunger zu haben. Was ja auch schön und richtig ist. Nur halt für mich etwas blöd.
Aber es wird auch eine bessere, wühlfreiere Zeit kommen. Leider auch hier erfolglos, aber gut, das ist dann jetzt manchmal so. Hier oben hat einst mal noch die Rapsburg gethront, die große, wurde dann aber leider ja, zerstört. Auch das Erbe wurde zerstört, da wo ich jetzt hier durchlaufe. Das ist die Unterführung der Eisenbahnstrecke und die wurde genau durch diesen Fels getrieben, auf dem die große Rapsburg stand. Ja, da war man sehr rücksichtslos damals im 19. Jahrhundert. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber naja, ändern kann man es jetzt nicht. Genau wie, dass ich jetzt doch keinen Sommersteinpilz gefunden habe. Aber ich sage einfach, wer abrutscht, darf nochmal. Neue Runde, neues Glück. Ich gucke jetzt hier vorne nach Medesüß, weil hier vorne ist jetzt auch, hier fließt ja nochmal der Zeitzbach lang. Da ist alles hier so schön auenwaldmäßig. Und ich glaube, als ich, das ist alles Giersch, als ich zum Ostermarkt hier ein paar Leute durchgescheucht habe für eine kleine Wildpflanzenwanderung, dächte ich, ich habe Medesüß gesehen, aber das werden wir gleich erfahren. Auf jeden Fall, geil, auf jeden Fall ist hier schon mal ganz viel Wiesenbärenklau. Boah, geil. Hier ist es Medesüß, perfekt. Geil, das keltische Wunderkraut muss ich nicht bis in die fränkische Schweiz fahren, obwohl ich das natürlich auch liebend gerne mache und sicherlich auch machen werde, weil dort kenne ich auch ein paar Stellen, wo so viel Medesüß wächst. Das ist Hammer, das ist der absolute Hammer. Der Medesüß gehört auch mit zu einer meiner Lieblingspflanzen. Ach ja, hier ist er. Paradiesisch. Ey! Geht denn hier ab? Geschlossene Gesellschaft, na toll. Wunderbar, eine richtig fette Party, schöne Geburtstagsfeier machen die Leute richtig in der Papiermühle. Perfekt ausgewählte Location, die haben das alles richtig geil dekoriert und so. Wunderbar, ich wünsche allen auf jeden Fall noch viel Spaß. Ich verkrümel mich jetzt hier. Jetzt geht's ab nach Hause mit meinen 5 Sandröhrlingen und leider ohne Sommersteinpilze, aber dem ist jetzt so. Vielleicht wird es demnächst besser. Also bis dahin, haltet die Ohren steif. Peace.